sehr lustig, seine Filme sind total genial, man kann immer lachen. Meine Freundin total austickt, wenn ich ein Autogramm von ihm habe. Sympathisch drauf und immer witzig und einfach, ja, ein guter Charakter im Showbusiness. Aufgeregt ist man ja immer, mal wie ja das, also dass der Film ankommt überhaupt oder wünscht dem Sohn Erfolg. Matthias ist ein super Regisseur, der weiß, was er will, er hat Bock, er ist unfassbar energetisch, ich weiß nicht, wie er das schafft, er produziert ja, er führt Regie und er ist noch der Hauptdarsteller. Es gibt drei hübsche Männer, drei Gründe, ne? Tom Beck, Friedrich Mücke und ein Frettchen namens Carsten. Es gibt viel zu lachen, sehr viel Action und auch sehr viel zu lachen. Oh, da wird die Mutter meines Kindes. Ja, ja, wie soll man an die rankommen, hä? Sag mal, moderiert die immer so? Das ist doch gefährlich fürs Kind, oder? Hier ist er, der Regisseur, Hauptdarsteller, whatever. Er ist irgendwie alles in diesem Film. Matthias Schweighöfer. Hallo Berlin! Ihr seid der helle Wahnsinn. Mama, komm auf die Bühne. Großen Applaus bitte für Tom Beck. Typischer Schweighöfer-Film zu empfehlen für alle, für jung, alt, super schön. Wenn man Schweighöfer mag, muss man den Film auch mögen. Also der war super. Also einfach unterhaltsam und hat echt einen coolen Abend.